Guten Morgen. Ich bin ja schon auf dem Weg ins Gym. Ich habe einen schönen Gymweg heute. Ich sag's euch, ich bin so müde. Ich habe mir jetzt erstmal einen großen Kaffee hier geholt. Seit ich ausgesprochen habe, dass Olivia gut schläft, schläft sie schlecht. Ah, ich sag's euch, die war heute so oft wach in der Nacht und hat uns getreten. Und um 5.30 Uhr war die Nacht dann vorbei. Deswegen fühle ich mich dementsprechend. Aber vielleicht, wenn ich es jetzt hier ausspreche, dass die Nächte so schlecht sind, werden sie wieder gut. Das wär gut. Naja, aber mal schauen. Ich trinke jetzt hier erstmal meinen Kaffee. Lauf ins Gym, frische Luft tut gut. Gym tut auch gut und auch die Sonne. Dann gehe ich heute einfach früher schlafen. Ich bin wieder zu Hause und oh mein Gott, es war so ein gutes Training. Es hat so Spaß gemacht. Mein Po ist richtig... Beim Laufen habe ich es gerade richtig gemerkt, dass mir mein Po wehtut. Und das ist gerade voll strange, weil wir haben ja hier ein Fenster, wie ihr sehen könnt. Und da kann immer jemand reingucken. Und gerade wird ja die Küche aufgebaut und kann hier voll reingucken. Und ich muss jetzt da duschen. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Oh Mann, naja, aber kriege ich schon hin. Bin jetzt auf dem Weg ins Büro, habe mich schnell ready gemacht, geduscht. Und ich habe gerade diesen Riegel in meiner Tasche gefunden. Und ich habe mich gerade voll gefreut. Weil ich habe so einen Hunger gerade und bei uns ist so ein Chaos in der Küche, beziehungsweise wir haben ja noch keine Küche, gerade wird die Küche hier aufgebaut und es ist einfach, die ganze Wohnung ist chaotisch. Deswegen werde ich jetzt im Büro frühstücken. Aber den snacke ich jetzt schon mal auf dem Weg ins Büro. Wir haben jetzt unser Team-Meeting. Ich habe mir jetzt noch einen Hafer-Cappuccino gemacht. Da sind auch schon alle im Call. So, mein Wasser hole ich jetzt auch noch. Ja. Alle müssen auf mich warten, bis ich nochmal gefilmt habe. So, ein großes Wasser gibt es natürlich auch noch. Trinken, nicht vergessen. Wir drehen jetzt hier das Rezept für den Geburtstagskuchen ab. Den zeige ich euch dann später. Der ist so schön. Wir machen morgen nämlich hier einen Geburtstagsbrunch im Büro. Da kommen alle, auch aus dem Lager. Und da gibt es dann unter anderem diesen Geburtstagskuchen. Ich zeige euch dann mal. Ja, ich zeige euch morgen, was wir dann alles essen. Wir haben nämlich schon einiges im Kühlschrank. Das hier ist jetzt unser kleiner Kühlschrank in der Teeküche. Wir haben ja noch so eine extra Teeküche, wo man sich Kaffee machen kann und irgendwie was zu essen oder so, weil wir ja die Showküche haben und da viel drehen. Stört man dann auch nicht. Ist ganz praktisch und ist dann nur hier viel Chaos. Hier haben wir ganz viele Joghurt von Harvest Moon. Die haben wir zugeschickt bekommen für unseren Brunch morgen. Und auch einiges von dieser Milch. Das ist so eine Milchalternative, die schmeckt wie Kuhmilch. Also mir persönlich schmeckt sie nicht, weil sie wirklich wie Kuhmilch schmeckt. Und mir schmeckt einfach keine Kuhmilch. Früher hat sie mir schon geschmeckt, aber ehrlich gesagt finde ich es mittlerweile richtig eklig. Aber alle, die Kuhmilch mögen und die aber eben auf Kuhmilch verzichten wollen oder keine Kuhmilch trinken, warum auch immer, ist die echt perfekt. Also da kann ich die sehr empfehlen. So, ich schnappe mir jetzt aber hier einen Joghurt. Ich glaube, ich nehme... Was gibt es denn hier? Lust auf Vanille? Gibt es noch Vanille? Nee, gibt es irgendwie nicht mehr. Ich hatte den vorhin noch gesehen. Ah, doch, da. Wow. Hat ihn doch gesehen. Machen wir jetzt noch eine Joghurt-Bowl. Ein bisschen Früchte oder so. Ich habe noch nicht richtig gefrühstückt außer den Riegeln. Und es passiert mir wirklich nie. Es ist fast eins. Also es passiert mir wirklich nie. Aber das hole ich jetzt erstmal nach. Dazu gibt es diesen Joghurt hier von Friendly Vikings. Den habe ich bei Knusper bestellt und ich habe keine Ahnung, wo es den sonst so gibt. Den noch nie gesehen, außer bei Knusper, aber der ist super lecker. Also der schmeckt wirklich, also allein die Konsistenz. Wie so ein griechischer Joghurt, ich zeige es euch mal. Also falls ihr den irgendwie schon mal gesehen habt, außer bei Knusper, gebt mir gerne Bescheid. Beziehungsweise schreibt es gerne in die Kommentare rein. Also wirklich wie so ein griechischer Joghurt. Ich mag den voll gerne. Der ist richtig gut. Den mische ich jetzt hier mit dem von Harvest Moon. Und da kommt jetzt noch ein bisschen von diesem Spread drauf. Crunchy Cocoa Peanut Spread. Der ist nicht so süß. Nicht aber mal ganz gut zur Abwechslung. Ihr wünscht euch ja auch immer mal nicht so süße. Ja, und noch ein bisschen Granola kommt drauf. Das ist unser selbstgemachtes. Das Rezept verlinke ich euch gerne. Also, könnt ihr dann nachmachen. Wir sind jetzt im Englischen Garten. Wir haben noch einen Karottensaft geholt. Meine Freundin Franzi ist auch mit dabei. Und Olivia schiebt den Kinderwagen da. Wir gehen jetzt aber auf den Spielplatz. Leider habe ich hier mit Ingwer einen mit Ingwer genommen, also Karotte Ingwer, und der ist so scharf, dass Olivia ihn natürlich nicht trinkt. Oh Mann, zu lustig. Deswegen ist er jetzt für mich. Guten Morgen, es ist jetzt schon Donnerstag. Ich sehe gerade, da hängt eine Haferflocke an meiner Kamera. Wow, passiert auch nur mir. Naja, es ist jetzt schon Donnerstag, es ist 8 Uhr. Wir haben bis um 7:30 geschlafen. Aber unsere Nacht war auch echt anstrengend. Und Olivia ist gestern erst um 10 ins Bett. Deswegen habe ich mich auch gar nicht mehr gemeldet, weil wir waren dann noch spazieren mit einer Freundin bzw. am Spielplatz. Und dann haben wir uns was zu essen geholt. Und dann ist sie eingeschlafen, also Olivia ist eingeschlafen.
Und als wir uns was zu essen geholt haben und dann dachte ich so, ach geil, sie ist jetzt einfach eingeschlafen um 6 und ich lege sie dann zu Hause einfach ins Bett und sie schläft. Nein, 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 nein. Wir sind nach Hause gekommen, wir waren im Aufzug, ihre Augen gingen auf. Das ist irgendwie so ein Phänomen, ich weiß nicht, wie sie es immer schafft. Auf jeden Fall gingen ihre Augen auf. Hi Mausi. Und sie war wach. Naja, auf jeden Fall, oh, jetzt rennt sie da in die Küche. Moment, Moment. Okay, sie nimmt nur den Schwamm, sie putzt gerade überall. Habe ich mich deswegen gar nicht mehr gemeldet. Aber ich hatte dann noch so eine Bowl von Greens and Grains, die übrigens richtig gut war, kann ich sehr empfehlen. Also ich war das zweite Mal erst da, ich weiß gar nicht, warum ich da noch nicht öfters bin, aber es ist wirklich gut. Also da werde ich mir definitiv öfters was holen. Und heute ist der 4. Geburtstag von Ninis Bites. Ja, wird später im Büro einen Brunch, hatte ich euch eben schon erzählt. Dann mache ich mir aber erstmal meine Greens. Oh Gott, hier schaut es aus. Ich kann euch gar nicht so viel zeigen, weil die Küche sollte ja eigentlich am Dienstag kommen und fertig sein. Das hat er nicht geschafft. Dann aber auch am Mittwoch nicht fertig. Also gestern Abend waren wir... Also es ist schon fast fertig, aber es ist halt noch nicht fertig. Deswegen kommen die jetzt heute nochmal, bauen nochmal weiter auf. Beziehungsweise eigentlich nur einer und Claudio hilft ihm halt immer. Ich glaube, dass sie sehr handwerklich begabt sind. Der hat auch gestern Abend hier noch ewig Sachen gemacht und so. Ich habe gesagt, jetzt lass es halt. Aber er konnte es sich nicht nehmen lassen. Jetzt kommt gleich Ellie mit ihrer Mama. Die ist gerade auch in München. Und die gehen jetzt gleich mit Olivia spazieren. Dann kann ich mich jetzt mal schnell in Ruhe fertig machen. Und dann, ich glaube, die ganzen Sugar schon da. Gott, hier schaut es aus. Das wäre echt ein bisschen peinlich. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal ein bisschen die Küche. Ich zeige euch den Rest nicht, weil... Schaut aus, als wären wir die größten Messis überhaupt. Die hat jetzt hier übrigens schon gefrühstückt. Die hatte Haferflocken mit ein bisschen Chiasamen. Habe ich einfach mit warmer Milch, die ich im Milchaufschäumer mal gemacht habe, warm gemacht und zum Glück verrührt. Und dazu hatte sie ein bisschen Banane. Die ist jetzt übrigens mit Ellie und ihrer Mama spazieren. Die sind auf dem Spielplatz und ich mache mir jetzt hier erstmal meinen Gerstengrassaft. Das ist hier übrigens den hier, den ich verwende von Sunday. Verwende ich jetzt ja schon länger. Und wollte euch übrigens ja auch noch Bescheid geben, dass Sunday noch bis zum 31.03. 10%, also ihr kriegt noch bis zum 31.03. 10% auf die Produkte mit meinem Code AileenMerz. Den werde ich euch hier auch nochmal rein posten. Und danach gilt das tatsächlich nicht mehr. Dann gibt es nur noch vereinzelt 10% auf Produkte. Wenn ihr jetzt noch die Chance nutzen wollt, dass ihr einmal 10% aufs ganze Sortiment bekommt, dann nutzt die gerne jetzt noch. Ich zeige euch mal, wie ich den jetzt mache, weil da kommen auch immer einige Fragen. Also ich mache da wirklich einen Esslöffel von dem Gerstengras rüber auf den Löffel. Normalerweise mache ich das ja im Mixer, damit es so richtig schön cremig wird. Und auch die Konsistenz finde ich dann viel, viel, viel besser. Aber dadurch, dass wir ja gerade keine Küche haben, beziehungsweise noch nicht ganz fertig ist, mache ich das jetzt so. Und dann gebe ich da einfach so ein bisschen Wasser dazu. Und dann verrühre ich es. Könnt ihr natürlich auch in so einem Shaker machen. Das habe ich zum Beispiel jetzt gemacht, als ich bei meiner Family war in der Schweiz. Oder ihr macht es mit einer Gabel. Das werde ich jetzt gleich nochmal machen. Also ich verrühre es jetzt gleich nochmal mit einer Gabel. Und dann trinke ich das. Und das ist jetzt mein fertiger Gerstengrassaft. Also ihr seht, der enthält noch so ein paar Klümpchen. Also ich mag es tatsächlich am liebsten im Mixer, weil dann ist er einfach von der Konsistenz her am cremigsten. Und schmeckt mir dann auch am besten. Meine Mama hat es übrigens beschrieben als kalten Matcha, also vom Geschmack her. Mittlerweile mag ich ja Matcha wieder. Deswegen beschreibt es das, glaube ich, echt ganz gut. Naja, den trinke ich jetzt. Meine Friseurin hat mich übrigens mega gelobt. Ich war am Dienstag beim Friseur und sie meinte, dass meine Haare richtig gesund und so richtig lang geworden sind. Und dazu trägt Gerstengrassaft, glaube ich, einen Teil bei. Sie meinte auch, das ist richtig gut, also gerade für so den Haarwachstum. Aber auch sonst ist Gerstengras super. Es enthält super viele Ballaststoffe, sehr viel Chlorophyll, hat auch so eine basische Wirkung und deswegen reguliert das den Säure-Basen-Haushalt. Also es hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Kann es euch hier nochmal reinpacken. Also ich muss auch sagen, ich starte eben gerne am liebsten in der Früh damit, weil dann habe ich meinem Körper schon mal was Gutes getan und habe schon mal was getrunken. Also ich achte auch immer darauf, dass ich in der Früh so mindestens einen halben Liter trinke, einfach um den Flüssigkeitshaushalt von der Nacht wieder aufzufüllen, weil wir da einfach in der Nacht viel Flüssigkeit verlieren. Und da fülle ich den sozusagen in der Früh wieder auf, habe auch gleich mal einen halben Liter mindestens schon getrunken, weil manchmal am Tag vergisst man es ja dann doch. Naja, aber jetzt trinke ich das mal hier und höre auf zu quatschen. Und das nehme ich jetzt hier auch noch, Magnesium und Zink. Ich war gestern beim Sport und ich habe Beine trainiert und ich sage es, ich habe so einen Muskelkater.
Oh mein Gott, ich hatte schon lange nicht mehr so einen Muskelkater. Deswegen nehme ich jetzt hier noch Magnesium. So, jetzt zeige ich euch aber mal schnell die Küche. Habe ich euch ja versprochen. Oh Gott, es ist mir schon ein bisschen unangenehm, wie chaotisch das hier ist. Aber das ist jetzt, also die ist natürlich nicht blau, da ist noch diese Folie drüber. Weil Elli war vorhin schon hier und meinte, eine blaue Küche? Ich so, nein, wir haben keine blaue Küche. Das ist nur diese Folie. Also hier ist auf jeden Fall, die Seite ist schon eigentlich fast ready. Da ist der Kühlschrank, Backofen, das sind einfach Schränke zum Verstauen. Und hier ist so die Fläche. Ist übrigens alles von Ikea, also so der Unterbau. Und das Krasse, was dann so schön aussehen lässt, ich meine, sie ist auch so schön, keine Frage. Also sie ist jetzt aber noch nicht fertig, deswegen sieht sie noch nicht ganz so schön aus. Beziehungsweise man kann sich es wahrscheinlich noch nicht so ganz vorstellen. Ja, es fehlt noch ein bisschen das. Die Elektrogeräte sind an sich schon mal drin, aber sie ist halt aber noch nicht fertig. Und dann kommt ja diese Arbeitsplatte drauf. Wir haben uns da ja verschiedene Platten ausgesucht. Die zeige ich euch gleich nochmal, für welche wir uns jetzt auch letztendlich entschieden haben. Das macht so das i-Tüpfelchen. Das hatten wir im Büro auch so. Da haben wir den Unterbau von Ikea und die Arbeitsplatte dann eben von Cosentino. Da haben wir uns eben für so einen Deckton, ich glaube eben in Marmoroptik, also das ist Keramik, aber in Marmoroptik, weil man eben auch auf echten Marmor zum Beispiel gar nicht so gut schneiden kann und so. Ist also perfekt für die Küche. Und das macht halt einfach alles aus, finde ich. Also diese Küche lebt von diesem Marmorstein, beziehungsweise von dieser Arbeitsplatte und auch dahinter. Hier haben wir uns eben jetzt hier für so eine Arbeitsplatte entschieden. Das sind die drei Arbeitsplatten. Also das hier ist so eine vorübergehende, die haben wir aus dem Baumarkt. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen einfach was Billiges, bis wir dann eben die richtige Platte haben. Wir haben uns jetzt, naja, okay, wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Wir haben gesagt, das nehmen wir nicht, weil das zu viel wäre. Und die haben uns das auch nicht empfohlen bei dem L, weil das so einen Cut macht. Deswegen ist das leider erstmal raus. Ich hatte euch ja bei Instagram auch gefragt, was ihr gut findet. Und das war tatsächlich das meistgenannteste. Und ich finde es auch tatsächlich immer noch sehr, sehr, sehr schön. Wir haben ja im Büro schon so eine Marmoroptik. Das fand ich auch sehr schön, aber nicht so für die Küche. Wir haben uns jetzt tatsächlich für eines der beiden entschieden, weil die auch gesagt haben, dass das gerade bei dem L dann am schönsten ausschaut. Also weil das ja sonst wird, ist es ja so abgeschnitten und da ist es so ein fließendes Muster und es sieht dann einfach besser aus. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welchen von beiden, aber ich glaube, bin mehr für den hier. Das ist Marmorio. Und das hier ist, ich glaube, Nebbia. Also, falls ihr auch gerade irgendwie auf der Suche seid, das hier ist Rivière. Rivière. Um es französisch klingen zu lassen. Und das ist Targa. Ja, auf jeden Fall werden wir uns wahrscheinlich für den, also ich bin, glaube ich, mehr für den entscheiden. Und da bin ich echt mal gespannt, wie es aussieht. Also, es dauert dann nochmal so 2 Wochen, bis die Platte da ist. Die haben jetzt alles ausgemessen. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Büro. Meine Haare halten immer noch so schön vom Friseur. Die sind auch echt ein bisschen heller geworden. Und ja, jetzt gibt es unseren Brunch. Ich bin natürlich ein bisschen zu spät. Ich glaube, es ist schon 10:21 und um 10:30 geht der Brunch los. Aber nimmt mir hoffentlich keiner übel. Ich bin jetzt gerade im Büro angekommen. Hier ist richtig Full House. Und schaut mal, die Mädels haben hier schon so schön dekoriert. Es sieht so toll aus. Oh mein Gott. Habt ihr so schön gemacht. Sogar meine Bücher da oben hin platzieren. Bisschen Werbung intern machen. Oh, hier ist der Kuchen, den wir gestern gebacken haben. Hier sind Kuchen von Epic, die sind so lecker. Die hatten wir ja hier schon mal im Büro und die waren innerhalb, ich glaube, von ein paar Minuten weg. Aber wer hat die denn gebacken? Hat die Sophie gebacken? Ja. Oh, süß. Es war klar, dass die Sophie noch was backt. Und hier gibt es Joghurt, Obst, Granola, Gemüse, Aufstriche. Wow, sieht echt richtig gut aus. Jetzt kommt gleich noch unser Brot von Echt jetzt. Ach, da ist die Kaffeestation. Süß. Mit hier der unechten, echten Milch. Ich habe schon erzählt in meinem Video, dass alle, die Kuhmilch lieben, müssen diese Milch probieren. Aber für mich ist sie absolut nichts. Mir schmeckt sie zu sehr nach Kuh. Naja, auf jeden Fall richtig süß. Richtig, richtig süß. Jetzt kam gerade noch das Brot an und wir waren richtig geschockt, wie viel da drinnen ist. Ich hoffe, es ist eine Brezel dabei, weil ich habe so Lust auf so eine glutenfreie Brezel. Ich liebe die total. Mein Lieblingsbrot ist dieses Bauernbrot. Oh mein Gott, das ist so gut. Also wenn ihr bei Echt jetzt was probiert, dann probiert unbedingt dieses Bauernbrot. Und die Brezeln! Die mag ich auch. Da schnappe ich mir eine. Da muss ich mir auf jeden Fall eine helfen. Okay, mega. Jetzt kann er loslegen. Noch mehr Brezen. Noch mehr Brezen? Okay, nice. Süß, zeig mal. Ach, wir haben noch eine Karte bekommen. Happy Birthday. Lasst es euch schmecken. Oh.
Dankeschön. Teller Nummer 1. Bisschen Avocado, die sieht leider doof aus. Dann eine Brezel. Dann Gurke und vegane Haferbutter. To start hat jetzt mal salzig als erstes. Und die Nummer 2. Jetzt gibt es noch was Süßes. Bisschen Harvest Moon Joghurt. Das ist einmal der Himbeere und der Maracuja. Granola. Und ein paar Blaubeeren. Und das waren die letzten, die noch da waren. Und ein paar Trauben. Ich habe jetzt gerade einige Sachen am Computer abgearbeitet und hier in der Küche wird schon fleißig geshootet. Es wurde alles weggeräumt und für Get You geshootet. Und zwar nämlich die neuen Spreads, die kommen Anfang April raus, also schon bald. Und da haben die, ich zeig euch mal, die Pancakes gefilmt mit den Spreads und die habe ich auch gerade schon probiert. Die sind super lecker. Das sind die beiden Spreads, also einmal Kakao Peanut Crunch. Und dann hier Caramel Peanut Crunch. Okay. Der schmeckt sehr karamellig, wie ich finde. Und das sind die Pancakes und da haben wir gerade so ein bisschen was abgeschnitten. Und wer hat es natürlich gesnackt? Aber es ist approved, schmeckt richtig gut. Hier sitzen die Mädels am Arbeiten und hier ist noch der ganze Rest vom Brunch. Wir haben jetzt gleich Kaffee und Kuchen noch. Ja, hier habe ich was gesnackt, das ist richtig gut. Bin super drauf. Ja. Und jetzt geht es hier auch schon wieder weiter. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Obwohl, der Kaffee fehlt, fällt mir gerade auf. Es gibt auf jeden Fall Kuchen. Wir haben jetzt hier den Geburtstagskuchen angeschnitten. Schau mal. So schaut der von innen aus. Ich habe mich jetzt Bett ready gemacht. Ich bin schon fertig. Es ist jetzt auch schon 10 Uhr. Ellie kam noch vorbei mit Essen. Sie hat uns Linsen Curry oder Linsen Dal war das, glaube ich. Hatte ich übrigens gestern auch schon. Aber nicht vom gleichen Laden. Mit so Reis und Gemüse und so gebracht. Und dann haben wir zusammen gegessen. Jetzt sind die zwei Jungs, also Claudia und sein Cousin, sind zu essen gegangen. Claudias Cousin schläft hier gerade immer noch bei uns auf der Couch. Ich glaube, er freut sich, wenn er wieder zu Hause schlafen kann, weil Olivia ist momentan echt anstrengend in der Nacht. Und die schreit so viel und er sagt auch mal so, was ist das Problem, die Arme, was hat sie denn? Ich so, ich glaube, gerade kriegt sie wieder 10, ehrlich gesagt. Ach, es ist so mühsam, deswegen gehe ich jetzt eigentlich auch gleich mal direkt schlafen, weil ich muss ein bisschen Schlaf abbekommen. Naja, aber die haben jetzt noch die Küche soweit fertig gemacht und ich wollte sie euch jetzt eigentlich noch schnell zeigen. Kleines, oder ich zeige sie euch morgen früh. Ich habe nämlich jetzt keinen Akku mehr, dann lade ich die Kamera und morgen in aller Frische zeige ich euch dann die Küche, die aber immer noch nicht fertig ist, weil die Platte noch fehlt. Aber soweit schon mal fertig, dass man darin kochen kann und backen kann und alles. Und ich habe hier gerade schon so lauter Inspo-Rezepte mir vorhin rausgesucht, weil ich habe so Lust wieder zu kochen. Ach ja, naja, aber jetzt lüge ich mal ins Bett. Guten Morgen, ich bin auch so müde. Es ist 6.30 Uhr und Claudia und Olivia liegen noch im Bett, also die sind schon wach. Olivia war schon seit 5 Uhr wach. Ich habe mich dann mit ihr nochmal ins Bett gelegt. Mich nochmal mit ihr in ihr Bett gelegt, nochmal in unser Bett. Keine Chance. Naja, was soll's, jetzt gibt's erstmal einen Kaffee hier. In unserer neuen Küche, mit unserer neuen Nein, die Kaffeemaschine ist nicht neu, das rede ich. Es fühlt sich gerade so neu an. Aber ich zeige euch jetzt mal schnell die Küche. Also sie ist wirklich noch nicht fertig, aber quasi. Ich zeige euch jetzt mal hier den fertigeren Teil. Hier ist so der Bereich mit dem Kühlschrank, Backofen, Stauraum. Das haben wir so ein bisschen höher gemacht. Und hier ist dann das L. Also das ist noch nicht fertig. Hier kommt eben diese Arbeitsplatte dann hin. Die kommt dann hier hin, hier drüber auch. Also das wird verkleidet und geht so ein bisschen raus. Und da werden wir so zwei Hochstühle hinmachen, dass man da auch sitzen kann. Geht natürlich auch darüber hinten. Deswegen ist das jetzt hier nur so eine provisorische. Also das ist, solange wir dann, ja ihr seht, also so sieht die Küche nicht aus. Aber sonst hätten wir gar keine gehabt und dann hätten wir auch natürlich nicht kochen können und so. Der Bereich, genau, ist hier mit Spülmaschine, unserem Wasserhahn. Wir haben auch überlegt, wenn wir im Büro so einen schwarzen, ob wir den austauschen, ob der vielleicht besser ins Büro passt und der schwarze besser hierher. Bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Hier ist unsere Kaffeemaschine. Hier haben wir, hier ist halt so ein Fenster. Wir wollten das eigentlich nicht zumachen. Oh Gott, das sieht so schlimm hier aus, da draußen. aber wir gedacht haben, dass das halt eigentlich ganz schön ist, wenn auch das Licht noch reinkommt. Deswegen haben wir jetzt hier nicht zusätzlich irgendwas gemacht. Aber mal gucken, vielleicht machen wir noch so ein bisschen Ablage oder so. An sich ist es ganz praktisch, man kann hier echt alles ablegen. Jetzt gibt es aber erstmal Kaffee.
schön ist mein Kaffee geworden. Mhm. Mein Kaffee ist voll schön geworden. Es ist jetzt schon tatsächlich wieder Abend. Ich habe schon wieder vergessen zu filmen. Wow. Aber ich war im Büro, dann war ich zu Hause relativ früh heute schon und war mit Olivia draußen und war noch einkaufen. Jetzt haben wir ein bisschen unsere Küche eingeweiht. Wir haben heute das erste Mal, ja, so richtig gekocht habe ich nicht, aber ich habe uns was zu essen gemacht. Es gab Brotzeit, aber immerhin. Und habe sie jetzt ins Bett gebracht. Es war jetzt gerade wieder ein bisschen mühsam, weil sie jetzt echt abends immer am Weinen ist. Und dann habe ich sie in eine Decke eingepackt. Habe sie so auf, hochgenommen und bin mit ihr raus und da ist sie dann relativ schnell eingeschlafen. Das hat Claudio gestern schon gemacht und den Trick habe ich mir gemerkt, weil sie die ganze Zeit nur geweint hat und das hat echt gut geholfen. Jetzt schläft sie. Ellie war vorhin auch noch da. Bruder kommt später noch aus Berlin, deswegen muss ich noch ein bisschen wach bleiben. Es ist jetzt 9 Uhr und ich sag's euch, ich kann einfach ins Bett fallen. Ich bin so müde. Ich schaue jetzt noch ein paar YouTube-Videos und dann warte ich auf ihn. Und hoffe, dass er keine Verspätung hat. Ich hoffe, dass die Bahn pünktlich ist. Ansonsten schlafe ich einfach schon mal. Das Problem ist nur, ich habe kein Aufladekabel mehr, weil Claudio hat mein Aufladekabel mitgenommen. Der ist übrigens auf einem Junggesellenabschied. Der ist heute gefahren und hat unser Ladekabel mitgenommen. Und irgendwie, wir hatten echt zwei Ladekabel. Irgendwie ist dieses andere Ladekabel weg. Und ich weiß nicht, wo es ist. Auf jeden Fall habe ich keinen Akku mehr am Handy. Deswegen, ich habe ihm schon geschrieben, er muss klingeln. Ich habe kein Akku, ich hoffe, er findet es, weil wir sind ja umgezogen. Er weiß ja noch nicht mal, wo wir wohnen. Also er kennt die Adresse, aber naja, wird schon. Aber ich beende jetzt das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.